bedeutet das Adieu, mein Geld, oder S-Klasse für richtig wenig Geld. Wirklich alles so der Anfisch ist beledet. 3.200 Euro, Freunde, kannst du hier mit deiner S-Klasse schön 300 fahren. Ich habe was entdeckt, Freunde. Schwachstellen hier beim M157 Motor. Großes Risiko, wenn ich als Händler so ein Auto kaufe. So, Freunde, ich bin heute mal wieder in geheimen Missionen für euch unterwegs. Nicht um den Duster anzugucken, sondern um ein Fahrzeug, wo ich gedacht habe, das ist doch echt zu schön, um wahr zu sein. Und zwar schauen wir uns einen S63 an. Das Auto kostet so viel wie ein neuer GTI. Ne? Der kleine Haken aber in der Geschichte, das Auto hat 180.000 Kilometer auf der Uhr. Und daher die Frage, Freunde, kann man sowas kaufen? Kann man sich seinen absoluten S-AMG-Traum erfüllen mit dem Auto? Oder greift man da richtig schön ins Klo? Das checken wir jetzt ab. Los geht's. Wenn Geld keine Rolex spielt. mein Freund. So, Wilke ist mal wieder am Start, Freunde. Und er hat einfach dieses Schätzchen am Start. S63 AMG V222, weil lange Version mit 585 PS, 900 Newtonmeter Drehmoment. Und das Ganze für den Preis von einem neuen Golf GTI. Wird die schon fett, ne? Findest du nicht auch? Kauf's jetzt. Aber was, ja, das ist ja das. Ohne Witz, also preistechnisch hammermäßig. Alter, für 55.000 Euro kriegst du sowas, gell? Ich glaube, das ist schon ein paar zu dem Preis, aber nicht so gepflegt. Alleine die Luxussachen sind für mich 50.000 Euro wert. Die Vollausstattung. Ja, du sagst es. Ja. Und würde ich jetzt den Unterhalt zahlen können? Ja, hallo, Behage hier. Ich bin am Überlegen, mir einen S63 AMG zu kaufen, einen V222. Ich wollte mich mal informieren, was so an Servicekosten anfallen würden. Können Sie mir das grob sagen? Ein kleiner A-Service ist für die Grund. Sind ca. 500 Euro und der B-Service, der Grundservice, da liegen wir bei ca. 650. Und da kommen halt jeweils die Zusatzarbeiten, also einmalig ist Getriebeölwechsel bei 60.000 bis 90.000 Kilometern. Okay. Und können Sie mir vielleicht auch sagen, hier Bremsen wechseln? Also mein Fahrzeug hätte jetzt keine Carbonbremse, sondern die Standardbremse. Was würde da einmal ringsherum kosten? Also da liegt man ringsherum bei ca. 2 Scheiben mit 14 mit einem Tomat. Okay, beim S63. Ja, bei Keramik sieht es anders aus. Da liegt man bei 8. Jetzt, wo ich die Preise gehört habe, Freunde, ist das gar nicht so utopisch beim S63, ne? Also es geht. 2.000 Euro für die Bremse mit bei Mercedes, ne? Bei Mercedes selbst. Das heißt, es öfter Videos teilen, oder? Ja, jetzt abonnieren und liken, dann kann ich mir so eine S-Klasse kaufen. Soll ich mal die Daten raushauen? Baujahr 2015, 180.000 Kilometer. Das Fahrzeug ist aus zweiter Hand, zweimal Unternehmer gefahren. Okay. Vorbesitzer kenne ich sehr gut. Okay. Nur Langstrecke gefahren. Mhm. Und er war wirklich so penibel, dass er den mehrmals im Jahr zum Service gebracht hat. Letztes Jahr war er dreimal. Dann weißt du ja schon, was für Kosten auf dich zukommen, wenn er zu Mercedes zum Service geht. Guck mal, Freunde. Gutes Indiz, dass hier Langstrecke gefahren wurde, ist ganz klar, du fährst mit diesen Dingern nicht langsam. Auf jeden Fall. Aber du hast natürlich mit 180.000 Kilometer deine Steinschlägchen. Du siehst dann auch wirklich, dass die Vorbesitzer nicht nahe zum Vordermann aufgefahren sind, weil es einfach keine groben Einschläge gibt, sondern dieses Feine auf der ganzen Motorhaube. Das sind natürlich auch immer so Stellen, Freunde, wo gerne Steinschläge entstehen. Aber auch da sieht es wirklich sehr gut aus. Hier sind ein, zwei, aber das ist alles in Ordnung. Normalerweise siehst du, wenn du viel Langstrecke gefahren bist und
nah aufgefahren bist, sind hier überall Löcher. Da ist nichts. Das sieht gut aus. Was krass ist, ich sehe sofort hier, ne? AMG Carbon-Paket hat 5.700 Euro gekostet. Und geil halt wieder hier ja. Carbon. Diffusor auch schön und dann schön die AMG Endrohre. Er hat jetzt das Carbon-Paket dazu bestellt, hat aber nicht das Snipe-Paket genommen. Ja. Ich hätte, wenn dann, alles schwarz gemacht. Ich finde aber so geil, ist er jetzt aber so elendig lang, ne? Ja, das guck, also, ist riesig. Du brauchst einfach lange Zeit, um von der einen Seite zur anderen zu kommen. Das ist schon echt hammermäßig. Der nächste deutsche Parkplatz. Ja. Aber ich würde dann nochmal weitergehen und würde mir diesen Pullman holen. Kennst du den? Nee. Es gab aber. Ja, der ganz lange, der 6,50 Meter oder so lang ist. Der hat auch hier überall diese Panzerverglasung. Ne? Da geht es auch hier, sieht so ähnlich aus wie da. So dick. Ja. Das ist kannst du mit der Panzerfaust dagegen schießen, passiert nichts. Fände ich schon geil, ne? Kannst du so ein Kriegsgebiet durchfahren, so schön dich mal durchpusten lassen mit deinen, mit deinen Sitzbelüftungssitzen und dann so scheißegal. Ich habe was entdeckt, Freunde. Schaut mal genau hin. Hier an dieser Stelle hier. Seht ihr die Orangenhaut? Hier wurde nachlackiert. Das sieht nicht sehr professionell aus. Ein bisschen zu flatterig drüber geduscht. Ansonsten ist da nichts. Und hier, schaut mal, das ist ja immer so ein Indiz, ob das geöffnet wurde, dass da nachlackiert wurde. Die sind immer noch original, die Schrauben. Und ich sehe auch generell an der Seite vom Fahrzeug nichts. Schaut mal. Das sieht alles wunderbar schön glatt aus. Da wurde nichts nachlackiert. Du hast zwar das Softclose, ne? Grüße gehen raus an Mercedes-Benz King. Soft Closing Doors, of course. Aber der Punkt ist einfach folgendes, schaut mal. 180.000 Kilometer. Sind nicht spurlos an der Tür vorbeigegangen. Ist auch ganz spannend. Mercedes sagt dann, okay, ist halt ein Verschleißteil, ne? Muss halt austauschen. Aber dafür, dass die Tür so geil ist und dann... Die Reifen sind eigentlich auch frisch, ne? 20er DOT. AMG GT-Felgen. Warum sind die drauf? Weil es die geilsten Felgen sind. Findest du? Ich finde das die geilsten Felgen. Das macht das, optisch macht das ganz viel aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Lambo, Porsche, Zentralverschluss. Ja, du sagst das. Das ist halt schon sexy. Ich finde schwarz mega, aber tatsächlich muss ich dir sagen, dass ich so fast, also das sind 20 Zöller, ne? Die sehen klein aus. Vor allem Nico, bleib mal da sitzen. Oh, wie klein die hier hinten wirken. Das ist eigentlich ganz süß. Eigentlich müsste man schon fast 21 Zöller fahren. Der Kollege wiegt über 2 Tonnen, genauer gesagt 2070 Kilogramm. Müsste natürlich auch runtergebremst werden. Die geht noch, die hat einen schmalen Grat, aber da kannst du noch ein bisschen fahren. Wir haben ja die Carbon-Keramikbremse auch noch am Start gehabt, hier beim W222. Aber das Geile ist, du kannst ja nachrüsten, ne? Bist du 20 riesenlos. Und eine Scheibe kostet 2.500 Euro. Tsching! Dann bleiben wir hier bei der Stahl. Dann mach du mal die Motorhaube auf und ich erzähle euch mal ganz kurz, was hier zur Baureihe W222. Kleine Rand und Tizier ist ganz spannend. Das Ganze basiert eigentlich noch auf der Bodengruppe des W221, dem Vorgänger. Das geht zurück bis 2005 und hat Mercedes eigentlich ganz clever gemacht. Und so, jo, wir nehmen das Ganze einfach mit, sparen uns Asche und können trotzdem noch mal ordentlich Kohle dafür verlangen. Ja. M157 Motor, 5,5 Liter V8 Biturbo, Freunde. Ja, würde ich mal sagen, ist ein kleines Powerhouse mit 585 PS. Warum wir AMG lieben? Weil wir wissen, wer den Motor gebaut hat. Der M157 Motor ist ja auch diese Ableitung oder der Nachfolger von dem super bekannten 156 Motor, der schöne 6,2 Liter V8. Und auch da, den Motor gibt es ja in verschiedenen Modellen, hier im CLS, AMG, auch in dem GLE und so weiter. Ja. Also auch an sich ein sehr haltbarer Motor. Hier muss man auf jeden Fall darauf achten, das Ding muss von vorne bis hinten durchgewartet sein. Vor allem bei AMG oder bei Mercedes selbst. Schwachstellen sind eigentlich hauptsächlich nur die Steuerketten. Das kann passieren, ab knapp 120 bis 150.000 Kilometer sind die meistens fällig. Ich gehe mal aber davon aus, dass der Wagen hier, weil er komplett durchgewartet ist, entweder wurde es schon gemacht oder der wurde so durchgecheckt, dass das nicht passiert. Vor allem hier auch ein ganz interessanter Punkt. M157 Motoren der ersten Generation oder die früheren Generationen, da waren deutlich mehr Probleme, sprich 2011, 2012 rum. Dazu auch noch ein bisschen Ölverlust, aber ganz ehrlich, hier ist wirklich nichts, wo ich sagen würde, boah, das sieht gefährlich aus,
Turbos natürlich auch, typisches Beispiel, wenn man den Wagen nicht schön warm fährt und auch nicht ordentlich kalt fährt und immer schön Kette gibt. Ist er kalt, gib ihm 6,5, ne? Man sieht hier diese blauen Schrauben und Mercedes oder AMG hat jetzt nicht einfach Lust, da so ein bisschen Farbe reinzubringen in den Motorraum, weil es ein bisschen zu langweilig wirken könnte. Nein, es hat einen gewissen Grund. Das sind nämlich Aluschrauben. Das ist hier auch der Steuerdeckel von Zylinderbank 1, glaube ich. Oh, Jean-Pierre vom Motorenzimmer, bitte töte mich jetzt nicht. Aber es hat einen ganz gewissen Grund, weil die müssen mit einer gewissen Stärke einfach angezogen werden, mit gewissen Newtonmeter. Es gibt viele freie Werkstätten, die das nicht machen oder die zum Teil abbrechen und sagen, ja, scheißegal. Das sind zum Beispiel wieder ganz normale Stahlschrauben. Ist das eine Melissa? Ich glaube eher ein Pelissa. Pelissa? Pelissa Jalin. Okay. Das wäre mal geil, eine Frau als Motorenbauerin. Pelissa Jalin, melde dich mal bei uns. Echt? Das würde ich echt gerne wissen. Melissa oder Pelissa, ne? Nee, das ist ein P. Sicher, aber das ist so ein geschwungenes, weißt du? Ich glaube, sie ein M. Könnte. Also, aber dann geht das E so ein bisschen unter, weißt du? Ich glaube, es ist Pelissa. Jelissa? Kommentare, ne? Ja, schreib doch unten in die Kommentare gerne rein. Also theoretisch musst du nur einmal im Jahr oder alle 20.000 Kilometer zum Service kommen, würde ich aber beim AMG niemals machen. Schön alle 7.000, 8.000 Kilometer einen neuen Ölwechsel machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann halten die Dinger auch ewig. Klar, wenn du alle 25.000 Kilometer mal einen Ölwechsel machst, klar, du hast 585 PS, 900 Newtonmeter Drehmoment. Du, wen wundert's? Bei Mercedes ist halt gar junge Sternengarantie, kannst du noch abschließen bis 200.000. Ah. Das heißt, wenn du 199.000 Kilometer auf der Uhr hast, gehst du zu Mercedes, lässt dir den Service machen und dann kannst du den junge Sterne abschließen für ein oder bis zwei Jahre gegen einen schönen Aufpreis, ich glaube ca. 1.500 Euro. Okay. Wobei das ja auch echt wenig ist, falls bei der Laufleistung was kommen sollte. Und Voraussetzung ist halt, dass er jedes Mal halt bei Mercedes war. Das sollte man eigentlich schon bei den Autos haben. Auf jeden Fall. Ja, aber bei 1.500 Euro, da fährst du einen Schnapper, wenn du den Wagen leisten kannst. Das ist halt auch das Spannende, aber ich habe im Moment, glaube ich, keinen gesehen, keinen M157 Motor, der so viele Kilometer auf der Uhr hat. Es ist ja auch, glaube ich, ein großes Risiko, wenn ich als Händler so ein Auto kaufe und das dann verkaufe mit so vielen Kilometern aufgrund Garantie und etc. Aber da ich den Vorbesitzer kenne, da ich weiß, wie er mit dem Ding umgegangen ist und auch der Zustand sehr, sehr gut ist, für so wenig Geld, so viel Leistung und so viel Luxus zu bekommen, da habe ich mir einfach die Chance nicht entgehen lassen. Ich musste halt damit auch fahren und das bockt sich auch übelst, Alter. Welche könntest du mir noch einen Gefallen tun? Ich würde den jetzt gerne einmal kalt starten, nur um zu gucken, ob wir vielleicht ein bisschen die Steuerkette raushören oder nicht. Klar. Was ich halt ganz geil finde, es ist nicht so penetrant, ne? Das ist so ein bisschen entspannter, es ist gar nicht so aufdringlich. Das ist so S-Klasse für Luxus. S für Luxus. Das Beste oder nichts, ne? Kurzes Wort noch, bevor wir hier die Motorhaube zumachen, finde ich auch noch ganz geil. Wir haben noch ein bisschen mehr Hubraum, ne? Mit 5,5 Litern. Nicht, weil das Facelift oder die Modellpflege hatte dann den 4 Liter, den M177 reinbekommen. Mhm. Auch ein Top-Motor, ganz klar. Aber hier hast du dann mal gerade diese 1,5 Liter mehr Hubraum am Start. Das ist halt, ich glaube, da sind wir alle uns einer Meinung. Ich glaube auch die Zuschauer, du, ich, da ist jeder. Der, wo AMG mag. Es gab hier noch, weißt du noch, unseren M5 Competition? Ja. Der hat doch hier die Carbon-Motorhaube, ne? Ja. Oder die Abdeckung vom Motor. Konntest du die auch noch dazu bestellen, ne? Weißt du, was es gekostet hat? Nee. 1.700 Euro mal schön hier, damit du Carbon bekommen hast, ne? Das ist ein Viertel von meinem Duster. Und das ist, überleg mal, fast. Ist ein Monatslohn, gell? Ja. Nur für die Motorenabdeckung. Alles klar. So, die leichte Haube mal zumachen. Jetzt bist du dran, Vicky. Ich würde mal sagen, wir sabbern ein wenig über die Innenausstattung. Ich fange mal so an. Ich sage mal, ein Punkt, was mir nicht gefällt bei Mercedes, auch bei vielen Herstellern, da haben wir schon oft drüber gesprochen, Schlüssel.
Gott, das ist der von der C-Klasse aus. C-Klasse Schlüssel, Leute. Da ist jetzt hier einmal ein Falter, ja, genau. Aber hier jetzt nicht. Sieht halt einfach aus wie eine C-Klasse. Da könnte man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Also das von, vom Facelift sieht ja so viel besser aus. Das ist ja nichts. Und der hat ja auch Keyless Go, weil aber das da brauchst du ja eigentlich gar nicht. Das brauchst du ja gar nicht. Warum? Das musst du nichts mehr reinstecken, ne? Ja. Ich lade dich mal ein, Gary. Setz dich mal rein. Ich gehe auf die andere Seite. Boah, ist das geil. Elektrische Gurtschlösser, die auf einen zufahren und dann auch noch beleuchtet sind. Ich glaube, hinten ist ja schon schön durch Platz. Wir haben hier ein Telefon für den Businessman. Alter, aber das ist wie so ein altes Nokia noch. Krass, überleg mal. Auto aber schon aus mit großem Display, ja? Ja, aber aus wie so ein Nokia aus 2009, ne? Guck mal, das finde ich halt ganz geil. Der Vorbesitzer hat einfach noch diese Folie draufgelassen. Ja. Hat's nie benutzt, nie. Make-up-Spiegel für dich und für mich. Lichter, guck mal, unter dem Hebel, schau mal, drückst drauf und dann leuchtet es hier wieder. Das ist schon richtig Business-Jet, gell? Das ist einfach geil. Wenn jemand noch nie in der S-Klasse drin saß, dann ist das halt schon Highlight, gell? Das ist so gemütlich, Leute. Das macht auch so viel aus. Elektrische Sitze. Ich würde es gerne mal wissen, mal schauen, wie viel Privatjet das ist. Wie weit die nach hinten gehen, also wie weit man liegen kann. Bist du schon? Ich bin ganz hinten, das ist aber schon geil. Das ist ja so nicht so übel, aber... Also du liegst einfach gemütlich. Sitzbelüftung, Sitzheizung, Memory-Sitze, auch hinten. Das heißt, drei verschiedene Funktionen. Kids, Mama, Papa Beispiel. Und Burmaster Soundanlage Stufe 1. Ja, die für 1300, gell? Genau, die gab es ja auch einmal mit ausfahrbar, das hat er jetzt nicht. Mhm. Was auch geil ist, du hast hinten deinen Monitor, ganz verbinden mit deinem Laptop oder kannst du eine DVD reinziehen. Kopfhörer gibt es auch, die sind dann hinten im Kofferraum. Aber ich glaube, hinten haben wir genug. Vorne gibt es noch mehr zu erfahren. Lass uns da vorne gehen. Hier auch noch, guck mal. Die Napa-Ledersitze schön in V8-Optik sozusagen. Das ist schon echt geil, Big, hey, du. Ja, wie du sagst, auch Zustand für 180.000. Das ist halt wieder Qualität, weißt du. Wirklich, alles so der Anfisch ist beledert. Diese Leisten eigentlich, die sind ja immer eigentlich aus Hochglanz. Vor allem auch hier AMG-Lenkrad. Ich bin ganz froh, dass bei den AMG-Modellen nicht dieses blöde Clowns-Gesicht als Lenkrad. Kennst du das? Ja, ja. Das sieht so bescheuert aus, ey. Das ist richtig geil. 12 Uhr Markierung. Der hat von der Assistenze hat der Vollausstattung. Das seht ihr da links. Das da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr mal ein Auto anschaut. Da fehlen immer meistens ein paar Tasten, aber der hat halt absolut voll. Hier Nachtsicht. Ja, der hat ja eine Nachtsichtkamera. Ja. Sieht jetzt halt nicht, weil es halt zu hell ist. Genau. Aber voll gut, ey. Innenraum, Interieur, Carbon. Sehr sexy. Widescreen ist er sowieso damals richtig berühmt geworden. Er hat ja AMG Drivers Package, gell? Korrekt. 3200 Euro, Freunde. Kannst du hier mit deiner S-Klasse schön 300 fahren. Weiß man eigentlich, ab wann der Stern abfliegt? Das würde ich echt gerne mal wissen. So ab 350 oder so. Putschung, ist er weg. Schau mal. Auf Falterbach-Logo ins Leder. So reingestanzt, gell? Das ist mega sexy. Das gab's aber serienmäßig, gell? Ja, ja. Alcantara Leder. Es macht schon sehr viel aus, finde ich, vom Anfassen her. Ja, ja. Was ich auch so auch richtig schön finde, die sind schon mit der Zeit mitgegangen. Du merkst, die haben jetzt nicht mehr so viel Tasten. Das haben die jetzt nur noch auf das begrenzt. Ja. Und haben versucht halt viel mehr jetzt digital. Finde ich aber tatsächlich auch persönlich besser, weil jetzt hier beim W223, die neueste S-Klasse sozusagen, das ist ja nur noch Bildschirm. Auch wenn das sehr aufgeräumt aussieht, ich mag das einfach nicht, dass du da nur noch Getouche hast. Und hier hast du immer noch diesen Drehdrücksteller. Guck mal, rein das haptische Gefühl, wie sich der Knopf anfühlt, ist schon echt hammer. Das Geile ist, und die haben sich ja da auch Mühe gegeben, guck mal, wenn du jetzt hier drehst, das Auto dreht sich jetzt mit. Stimmt, das ist ja geil. Und da hast du auch dein Auto hier. Ja. Sogar mit dem Mercedes-Stern da oben. Ja gut, das haben wir jetzt auch. Im Moment hat es ein Kia auch. Also das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ja, ja. Aber es ist schon sehr cool, sagen wir es mal so. Freunde, ich fühle mich schon sehr bosshaft. Mich hat der Wagen schon ziemlich überzeugt, muss ich euch leider zugeben. Ich finde es sehr, sehr geil. Jetzt ist natürlich noch die Frage, sollen wir noch eine Runde drehen und mal gucken, was der 5,5 Liter V8 Biturbo dann so auf der Straße macht. Ja. Können wir. Okay, wir sehen uns auf der Straße. BK ist richtig motiviert.
Gib mir mal den Schlüssel, bitte. Viele wissen den Lifehack nicht. Das geht weg. Falls der mal vom Batterie, vom Keyless her nicht starten sollte, dann erkennt er durch die elektrische Wegfahrsperre durch das. Wie 2002 ist das denn bitte? So, ey, aber ist dir mal aufgefallen, wie entspannt das Ganze ist? Also es ist überhaupt nicht penetrant, finde ich eigentlich echt mega geil, weil du hast ja so ein C63, auch ein E63, die schreien da los, ne? Und hier ist das Ganze bosshaft. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Wladimir Putin, muss ich dir sagen. So ein bisschen. Echt? Ja, so ein bisschen. Ich fühle mich, fühl mich wie Angela Merkel, weil ich als Beifahrer bin. Fühlst du dich als Putin fährt also Angie. Dann müsste ich noch meine Hunde rausholen. Ich wage jetzt mal eine Aussage. Ich bin ja den Vorgänger S8 gefahren, ja? Auch ein mega geiles Teil, der Transporter S8, weißt du? Der kommt nicht an den hier ran. Nein. Das ist schon... Aber das sind Weltenunterschiede. Ja, Welten jetzt nicht, aber das ist jetzt schon nochmal... Das ist schon mal geil. Ja, wobei man bei so einem Luxus, wie willst du Luxus mit Luxus vergleichen? Weil Ausstattung ist überall gleich elektrisch. Sitzheizung, Sitzbelüftung, ja. Leder. Ich glaube, wenn man so aufs Detail geht, dann ist es halt eher so dieses Komfort mit Schalldämmung. Mhm, ja. Wie viel kommt von außen Geräusch rein? Das ist halt geil. Und dann halt die Extras wie Exklusivpaket, das Leder hier. Ja. Das ist halt so, oder Carbonpaket. Da hat jeder ja sein eigenes Muster, seine eigene Struktur. Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen, aber ey, wir reden hier von 50.000 Euro. Das Auto hat mal 210.000 Euro gekostet. Also ohne Witz, wenn ich jetzt im Monat, und das brauchst du auch, 1.000 bis 1.500 Euro nur rumliegen hast, ja, und du weißt nicht, wohin damit, und du kannst dir sowas noch schnell kaufen, leisten, ne? Für 50.000, 55.000 Euro. Ey, warum nicht? Ja, die Frage ist halt auch immer, braucht man so viel Luxus? Als, ich glaube, im Alltag kannst du jetzt den Heckroller nicht einsetzen, den du jetzt von hier... Aber doch, einsetzen doch, kann. doch, weißt du wieso? Weil da würde ich es ganz penetrant machen und sagen, wenn jetzt zum Beispiel wieder so ein ekelhafter BMW X6-Fahrer hinter mir mit seinem Laserlight hinten rein ballert an der Ampel. So richtig, du kennst du, du stehst an der Ampel, die ich ballert. Bin, ich bin so einer. Wie ich die, ich hasse die so sehr. Die knallen dann da hinten rein und die wissen ganz genau, siehst du, so ein leichtes Grinsen im Hintergrund. Die haben sich gerade ihre Zähne bleichen lassen, so wie du. Und dann siehst du so ganz wieder. Und dann machst du einfach nur deinen Heckroller runter. Vorne. Bruder, ist das geil. Warte, das kann mich der Hintermann einfach mal. Ja. Scheißegal. Blubber, blubber. Guck mal, was geil ist. Flächenheizung. Dein Ellenbogen rechts, du kannst sogar hinter die mittlere Position hier vorne. Ich bin ja schon ein paar Rolls-Royce gefahren, gell? Mhm. Klar. Aber, typischer Rolls-Royce-Fahrer. Ja, natürlich, fahr doch, ne? Und das hatte doch keiner von denen. Echt? Nö, hab ich noch nicht gesehen. Also die Flächen. Mein Lambo hat das auch nicht, voll schade. Du bist doch so los. Und wenn du ein bisschen Offroad fahren willst, hier mit. Oder lass mal mit Offroad, guck mal, Massage. Achso, ja, lass jetzt den mal. Gönn dir mal eine Massage. Ja. Auf Stufe 6, Aktiv-Workout. Mhm. Ja, das ist schon hammermäßig, ganz ehrlich. Das ist cool. Weißt du, ich fahre ganz entspannt vor mich her. Und wenn ich dann mal hier so in Sport gehe. Oh, Sound. Hallo. Und da, warte. Das ist schon fett, ey. Das ist halt V8 Biturbo. Das war ganz entspannt Gas gegeben, weil ich will jetzt hier nicht den 5,5 Liter unnötig reizen, weil das braucht er gar nicht. Aber auch da, Alter, Riesengeschoss, ne? 4 Sekunden auf 100, 300 km/h Spitze mit dem AMG Drivers Package. Hey, aber auch Wahnsinn, gell? 4 Sekunden nur. Das ist halt typisch AMG, dieses Frr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 r
mega geil, Luxus von dem Herrn, Performance brutal, Optik ist auch ganz geil. So, ich find's heftig, dass wir sowas für unter 60.000 Euro kaufen kann. Bei einem Neupreis von 210.000 Euro. Ganz ehrlich, der Erstbesitzer, der tut mir wirklich leid bei den Wertverlusten. Ja. Aber alleine das, was hier an Luxus drin ist, die Substanz, ist für mich 50.000 Euro wert. Ich glaube aber, du kannst auch so viel Sonderausstattung, so viel Luxus kannst du nicht mehr ausleben. Gell? Also wo willst du das jetzt eigentlich mal ausleben, so viel? Außer du hast wirklich einen Chauffeur, der dich halt rumkutschiert. Ja, genau. Nee, aber wenn du das Geld hast und du kannst die Unterhaltskosten wirklich leisten, dann kann man sich sowas durchaus kaufen. Ja. Wichtig ist halt ganz einfach, dass ihr guckt, dass der Wagen komplett bei AMG durchgecheckt ist, dass da nichts Komisches ist. Hier das Kettenrasseln, was hier gar nicht am Start ist, auch da beachten. Ansonsten kannst du das sowas wirklich kaufen, auch mit der Laufleistung für das Geld. Ansonsten, wenn du dir überlegst, das Auto ist extrem gepflegt. Andere AMGs mit 70.000, 80.000 Kilometer, die sehen genauso aus. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Geiles Teil. Mann, das ist voll warm. Fass mal an. Übel. Ganz ehrlich, mega geil. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Würdet ihr das machen mit 180.000 Kilometer oder sagt ihr, boah. Was würdest du machen? Würdest du jetzt so einen, würdest du den jetzt kaufen? Ich würde es machen tatsächlich. Auch nur rein zu wissen, wie lang der hält. Weil wenn der wirklich gut durchgewartet ist, dann sollte so ein Motor auch locker 250.000, 300.000 Kilometer halten. Tja, Freunde, dann sage ich Dankeschön an den Weg immer wieder. Mega geil. Bitteschön. Und auch Dankeschön an Nico da hinter der Kamera. Und damit sagen wir Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Und natürlich liken und abonnieren vergessen. Boah, das ist schon geil, Alter. Lass mal ein Ding drive hingehen mit einer S-Klasse. Blubber, 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 blubber.